mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, wir schauen uns heute 20 Live-Momente an, die so keiner sehen sollte. Matt Stutzman nahm als Mitglied des US-amerikanischen Teams an den Paralympischen Spielen im Jahr 2012 teil, wo er die Silbermedaille im Bogenschießen gewann. Alles lief nach Plan, außer die Siegerehrung. Als ihm die Medaille überreicht wird, passiert Folgendes. Die Medaille... Digga, da habe ich schon mal drauf reagiert vor ein paar Jahren. Das ist doch, also das meint der Typ doch nicht ernst. Polens Präsidentengattin Agata Kornhauser-Duda hat genauso gehandelt, wie es der ein oder andere bestimmt auch mal im Kopf hatte. In Warschau ließ sie nämlich Ist ja an sich richtig. Die Frauen zuerst. Eigentlich geben sich die beiden Herren, würde ich sagen, die Hand. In dem gleichen Moment geben sich auch die beiden Frauen die Hand. Aber so wie ich Trump hier bisher mal mitbekommen habe, ist er dann direkt so, ne, komm, mit euch mal keine Geschäfte mehr da hinten in Polen. Das geht doch nicht. Vielleicht sollten gewisse Dinge einfach nicht von Erwachsenen gemacht werden. Oh, zumindest Gott. Nicht vor einer Live-Kamera, denn das endet dann so. Ey, ich finde das so ein schmaler Grat. Ich finde es schön, wenn ältere Leute, also damit meine ich jetzt wirklich Ü40-Leute, sich mit den Sachen von unter 20-Jährigen beispielsweise befassen und dass, wenn ich auch noch jünger wäre, weil beispielsweise, wenn ich jetzt 12 wäre, wenn mein Papa dann ankommen würde und wüsste, welches Spiel gerade in wäre und mir plötzlich irgendwelche Tricks zeigen könnte oder so, das würde ich übel feiern. Aber in der Öffentlichkeit ist das doch mal ein bisschen cringer. Das ist Fuck! Gast in einer Talkshow zu sein, kann manchmal ganz schön nervenaufreibend sein. Getreu dem Motto, wenn gar nichts mehr hilft, dann halt der Stinkefinger, präsentiert Rudolf Hekel im Jahr 2005 seine Argumente. Sie wollen dazu beitragen, dass die betriebliche Interessensvertretung beteiligt wird am Also so wie er aussieht, ist er, denke ich mal, Politiker, wenn er heute auch in so einer Talkshow chillt. Aber der zeigt dann einfach den Mittelfinger. Immer mit der Ruhe, okay? Für den Start der neuen Drohne der portugiesischen Navy versammelten sich Journalisten, Politiker und Marineoffiziere. Mhm. Doch irgendwie klappt das Ganze nicht so wie geplant, denn die Drohne fiel buchstäblich ins Wasser. Gerade mal ein paar Meter schaffte es die Drohne, sich in der Luft zu halten. Und das nur dank des starken Bizeps eines Matrosen. Denn dieser gab dem Fluggerät Starthilfe. Doch als es allein... Stell dir mal vor, so USA oder Russland oder die NATO oder keine Ahnung was, so riesige Kriegsmächte schauen sich das an und denken so, boah, verdammt, die bringen da hinten in Portugal ein richtig stabiles Militärding raus, dann endet es einfach so. Als dieser Moderator ein angefertigtes Phantombild eines Diebs ankündigte, wusste er noch nicht, was für eine schlechte Skizze ihn da erwarten wird. Ja, das ist in diesem Video echt so Sachen wären, die, ja, so ein bisschen ernster sind, sag ich mal. Aber das oder diese Fortnite-Dance oder auch gerade diese Drohne, das ist ja einfach nicht Lachen-Challenge hier quasi. Millionen Fans würden für diesen Augenblick sterben. Shakira? Beyoncé geht während ihres Live-Konzerts durch die kreischenden Fans auf der Suche nach jemandem, der einen kleinen Part ihres Songs singen kann. Ey, ich dachte, das wäre so. Ja, da war ein TV-Moment, da hat ein Politiker sich aus Versehen versprochen und das war übelst der Skandal oder irgendwie so. Aber das ist ja nur Schwachsinn hier. Während eines 12-stündigen Livestreams vom New Yorker Times Square forderte Twitch-Streamer Ninja das Publikum dazu auf, gemeinsam mit ihm den Floss-Dance zu tanzen. Als Ziel hatte er sich gesetzt, mindestens 1 Million Menschen dazu zu animieren. Ey. Naja, das hat nicht ganz funktioniert, aber Niemand. Schaut selbst. Das ist so cringe. Das kann ich mir nicht angucken. Das ist unter anderem einer der Gründe, warum ich auch für die Gamescom, die ja aktuell stattfindet, fast alles abgesagt habe. Also Bühnenkrams habe ich eh alles abgesagt, weil ich finde das so affig, wenn man dann da oben auf einer Bühne steht. Ich fühle mich da eh nicht wohl auf so einer Bühne. Dann sage ich so, oh, und jetzt alle mal die Hände hoch, wer will noch eine kostenlose Tastatur? Nee, Digga. Das ist so cringe und sowas auch, ey. Ihr seid euren Job als Fernsehmoderator so richtig satt und habt Lust, gefeuert zu werden? Dann macht es doch einfach gleich wie dieser nette Kerl hier. Was hat er denn gemacht?
Fucking shit. Oder die haben dadurch wiederum auf der anderen Seite extrem viel Aufmerksamkeit darauf bekommen. Das ist ja häufig so, dass es gerade bei solchen Sachen wie Tagesschau oder auch hier Nachrichtensendungen, dass die immer fordern, ja, total streng, strikt, bla bla bla, nichts Falsches sagen, dies, das. Aber wenn da mal was passiert, geht das ja immer viral. Das ist doch voll die Werbung, wenn man das mal ein bisschen lockerer handhabt. Teleshopping ist schon eine feine Sache. Wenn die Dinge, die dort angepriesen werden, doch wenigstens das halten würden, was die Moderatoren dort so schön versprechen. Die heben okay. Ich jetzt hoch und jetzt schauen Sie mal die Box an. Soll ich? Ja, soll bitte. Ich? Jetzt hebt das hoch und dann... Da biegt sich nichts durch. So, da ist die... Wasser drin. Achtung! Oh! Oh. Das kannst du echt keinem erzählen hier. Dieser Wettermoderator war scheinbar noch nicht ganz mit seinen Vorbereitungen fertig, als seine Kollegen zum Bericht aufrufen. Da hat der Versuch zum Vertuschen der Geste auch nicht mehr viel geholfen. Oh Gott. Vor allem, wie er das versucht zu... Alter Schwede, ey, da ist ja alles nach hinten losgegangen. Das nennen wir doch mal vollen Körpereinsatz für den Job. Nachdem dem Moderator beim Teleshopping seine beiden Brettchen vom Tisch gefallen sind, macht er es ihnen nach und rutscht seerobbenartig hinterher. Hä? Die Bretter. Warum macht er das? Weird. Es sieht aus wie ein schlechter Scherz, ist aber tatsächlich passiert. Dieser Fox 9 Moderator merkt erst mitten in der Live-Sendung, dass er noch einen Kleiderbügel hinten in seinem Anzug... Nein. Nein. Das ist doch auch, oh, das ist doch safe gestaged. Das kann mir doch keiner sagen, dass die das absichtlich machen. Das ist doch safe irgendwie einstudiert, dass die sich sagen, komm, du machst jetzt mal hinten noch einen Bügel rein. Das merkt man doch bei der Anprobe bei allem. Einen Wetterbericht etwas spannender gestalten? Warum nicht, dachte sich dieser Reporter und tat so, als würde er mitten in einem starken Sturm stehen und kaum noch das Gleichgewicht. Ah, chillig. Das meine ich. Das ist so gestaged manchmal. Die wollen dann hier so durch die Medien zeigen, boah, voll der krasse Sturm, aber wir von, keine Ahnung, CNN oder was weiß ich, Weather Channel sind hier draußen unterwegs, aber dann hier hinten, Jungs, chillen da einfach so, laufen da so ganz entspannt lang. In diesem Clip hat sich Donald Trump ein Fauxpas der Extraklasse geleistet. Nee. Der Amerikaner war auf dem Weg nach Rochester im US-Bundesstaat Minnesota, um dort für seine Wahlkampagne für die anstehende Halbzeitwahlen zu sprechen. Was er jedoch nicht bemerkt, unter seinem linken Schuh hängt Klopapier. Donald Trump. Einfach, wie er lebt und lebt. Die beste deutsche Mountainbikerin ist bei Günther Jauch im ZDF zu Gast und hat sich für ihren Auftritt etwas ganz Besonderes überlegt. Nur, dass das Ganze dann doch nicht so klappt wie geplant. Können wir jetzt nicht mit reinnehmen, aber die überschlägt es ja gleich. Ich habe ein bisschen Schiss, dass YouTube dann sagt, oh nee, das ist aber eine ganz, ganz schwerwiegende Verletzung. Die hat sich nicht mal einen blauen Fleck abgeholt, aber die kullert hier auf jeden Fall gleich die Treppe runter. Ich habe euch das Video, wie selbstverständlich alle Videos, auf die ich reagiere, unten in die Beschreibung gepackt, wenn ihr es euch nochmal komplett anschauen wollt. Diese Nachrichtenreporterin tut so, als würde sie in ihren Maiskolben beißen, mit dem Hintergedanken, dass das Bild wieder zurück ins Studio wechselt. Mhm. Doch das war nicht der Fall und so schauten alle bei diesem peinlichen Moment zu. Oh. Ach, die hat nur so getan, man sieht sie ja nicht mal schlucken. No sexual. Warum ist denn hier unten Subway-Werbung? Schalten die jetzt da schon Werbung oder so? Aber das fände ich viel geiler. Wenn alles durchlaufen würde im Fernsehen, aber dann unten so ein kleiner Balken oder so. Diese scheiß Werbung immer dazwischen, das finde ich ja so gut. Bei YouTube ist ja halt wirklich, das finde ich, verstehe ich mal nie, dass Leute sich bei YouTube über Werbung beschweren. Das ist so wenig Werbung auf YouTube, wenn man es mit Fernsehen vergleicht. Aber einfach, du kannst hier überspringen nach 5 Sekunden oder guckst allerhöchstens mal eine halbe Minute da irgendwie einen Clip oder so vor einem Video. Aber im Fernsehen, Alter, ey, was da teilweise auf RTL läuft. Wir haben letztens mal wieder hier so einen Spielfilm geguckt. Da guckst du und dann läuft wirklich danach irgendwie 8,5 Minuten am Stück nur Werbung. Alles dumme Arschlöcher. In einer rumänischen Talkshow legte Model Andressa Urach einen erstaunlichen Auftritt hin, als sie plötzlich ihre Kleider vom Leib riss und nackt vor dem Moderator posierte. Mit ihrer Show wollte sie nach eigenen Aussagen Protest zeigen gegen korrupte Politiker. Ob ihr das gelungen ist? Dem Publikum hat es aber bestimmt gefallen und erst recht dem Moderator. Was? Aber wie zeigt man denn Protest, wenn man sich einfach auszieht?
Den Sinn verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Mit diesem Clip würde ich allerdings das heutige Video jetzt auch beenden, meine lieben Freunde. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welchen TV-Fail ihr am lustigsten fand und vor allem, bei welchem TV-Fail ihr wirklich als dann irgendwie, weiß ich nicht, Chef vom Sender gesagt hättet, ne, du wirst gefeuert, das geht gar nicht. Irgendwie Mittelfinger oder keine Ahnung, was da passiert ist. Schreibt es gerne unten in die Kommentare, wie bereits gesagt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch unter diesem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um eine Nachricht auf euer Handy zu bekommen, wenn ein neues Video online geht. Das ist übrigens ein super tolles Popsocket. Und die Shop-Adresse lautet luka-shop.de.